Zone. Hallo allerseits, herzlich willkommen zurück zu Terraria auf der Nintendo Switch. Ich würde heute gerne ein bisschen mehr hiervon erkunden, beziehungsweise ein bisschen mehr von der Welt erkunden, weil ich so Herzcontainer benötige. Ich würde sagen, hier wäre es gut. Eventuell. Schauen wir mal. Bin ich hier richtig? Ja. Ich würde nämlich wirklich gern etwas mehr Leben haben. Bombe. Autsch. Was ist das hier? Normaler Steinblock, Nachteulen. Ach so, hier komme ich schon in Richtung Eisbiom. Blaugrüner Pilz. Brauche ich? Ich glaube, ich brauche schon noch ein bisschen Gold. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber kann ja wohl nicht schaden. Und wenn das schon so nett herumliegt, dann nehmen wir das mit. Ups. So wie ich das sehe, gibt es hier oben ohnehin nichts. Vielleicht gibt es etwas mehr im Dschungelbiom. Diese Falle nehmen wir uns mit. Bei hier runter und hier rüber. Ja, hier runter werden wir mal schauen. Das sieht auch vielversprechend aus. Schwacher Held. Einen untoten Minenarbeiter bekämpfen wir natürlich stilecht mit einer Spitzhacke.
aber eigentlich nur deswegen, weil der Panikmodus wieder eingesetzt hat. Da drüben ist was Spannendes, hoffentlich. Das ist eher dann doch nicht so spannend. Naja, zumindest ein wenig Gold. Ich bin ja immer noch am Überlegen, ob ich das jetzt schon angehen soll, dass ich unten in der Hölle schon zumindest eine Arena bauen soll für die Couch, für die Wall of Flesh. Bin ich ja immer noch nicht so ganz sicher, ob ich das schon gut überleben würde. Einfach noch ein bisschen hier herum suchen und dann ein wenig glaube ich, Arena bauen. So sieht vorerst mal der grobe Plan aus. Wir haben bestimmt ein paar Leuchtstäbe dabei. Das ist jetzt nicht so prickelnd. Sehen wir mal hier. Hier drüben wäre auch noch. Wir gehen einfach hier rüber. Wo bin ich nochmal? Hier. Okay. Ja, hier haben wir schon ziemlich gut ausgeleuchtet alles. Nicht sterben, Gott. Naja, schauen wir einfach mal. Ich würde sagen, wir starten jetzt mal ein bisschen mit der Arena. Und dann schauen wir vielleicht in Richtung Dschungel. Thank you.
Eigentlich gar nicht so toll, da rüber zu kommen. Machen wir sicherheitshalber hier ein Loch. Dann sieht es auch schon nicht mehr so gefährlich aus. Ups. So. Das waren wir schon und das waren wir. Vielleicht bleiben wir gleich in dieser Höhe. Ich glaube, jetzt muss ich ein bisschen hier umräumen, damit ich das ein bisschen schneller bewältigen kann, wenn Gegner kommen. So wie hier hinten. Ihr seid lästig. Herrlich. Und der nächste. Der wird jetzt gleich wieder raufkommen. Wow. So, dass ich noch ein wenig weiter komme, bevor ich sterbe. So. Im Inventar ist schon wieder voll. Müssen wir schon wieder ablegen. Wo sind die Tränke hier? Schnell stapeln und auch den Rest ein wenig stapeln. Schalter brauchen wir jetzt auch nicht. Da ist auch noch ein Trank. Feuerblüte. Grashüpfer, Spinnennetze. Okay. Ich glaube, wir haben wieder genug Platz. Thank you.
Hier möchte ich noch ein wenig schneller durchkommen. So, jetzt werde ich aber nicht hier weiterbauen, sondern mal hier rüber schauen, was mich noch erwartet, bis ich dann endlich dort bin, wo ich hin will. Sind aber, glaube ich, nicht cool, oder? Richtig. Diese Tür öffne ich sicher nicht. Ach, schon wieder vorbei. So, das Wichtigste ist natürlich nicht. Höher gehen muss. Ich auf der Karte, dass irgendwann wieder ordentlich Lava ist. In einer unangenehmen Höhe. Gehen wir mal in diese Höhe rüber. Oh. Passt gut.
runter. Da was Ordentliches ist. Ich würde das eigentlich ganz gern gleich als Arena hernehmen. Für den Boss. Darum schaue ich, dass ich jetzt hier möglichst gerade bleibe. Der Herr hat wieder eine Gruppe dabei. Die nehme ich ihm gleich ab. Nett wie ich bin. So, und weiter geht's. Da ist eine Truhe. Habe ich den passenden Schlüssel dabei? Ja, habe ich. Eine finstere Lanze. Sieht eigentlich auch ganz nett aus. Ah, nicht schnell. Jetzt ist schon wieder alles voll. Ob sie die anderen brauche ich eher nicht. Wo habe ich jetzt diese Lanze? Hier, okay, die. Schauen wir mal. Ja, die hat nämlich einen ganz netten Wirkungsradius, eine ganz nette Reichweite. Ach so. Ah, die muss ich zuerst ausräumen. Die Lampe brauche ich jetzt nicht. Und auch die Fackel brauche ich jetzt nicht. Und da schießt schon wieder jemand auf mich. Komm her. Geld kannst du mir auch gleich geben. So, jetzt kann ich die Kiste abbauen. Lass ich aber liegen. Diese Lava hier. Jetzt werden wir mal schauen, was da unten ist, und dann werden wir das hier ein wenig mit Lava fluten. Da ist nichts mehr. Dann soll von mir aus hier Lava abfließen. Damit wir wieder auf eine angenehme Höhe kommen. Oh, was ist das? Was war das? Das kannte ich noch nicht. Da hat es auf jeden Fall jetzt Geld geregnet. Sage ich auch nicht nein. Gebraucht.
Jetzt können wir die Bahn hoffentlich. Diese Magmastein verursacht Feuer Schatten Angriff. Auch nicht uninteressant. Die Obsidian-Tür brauchen wir jetzt mal nicht. Unsichtbarkeitstrank, Federsturztrank, Nano-Wiederherstellungstrank. Okay. Ach, der soll. Begib dich auf mein Niveau, bitte. Ja, danke. Ah, da ist noch einer. Begib dich, ich begib dich. So. Geblieben.
Ach, das war wieder eine Glanztat. Mensch. Soweit ich mich erinnere, müsste es reichen, irgendwo diese Voodoo-Puppe in die Lava zu werfen. Feuerblume. So, jetzt haben wir wieder Platzprobleme. Ein Dynamit geben wir auch weg. Und einen Platz brauchen wir noch. Und bei dem Gravitationstank, den nehme ich jetzt nicht mit. Ich glaube, wir machen das so, dass wir hier das probieren. Versuchen werden. Da bauen wir uns jetzt noch rüber. Dann haben wir, glaube ich, eine nette gerade Fläche. So, der Wurm soll noch kommen. Da ist er. So. Dann können wir hier noch weiter bauen. Ein Feuerimp. Lästiger geht's nicht. Komm runter. Ich bin auf jeden Fall, wenn es geht, nicht sterben. Ne? So. So, was ist jetzt? Ach so, hier ist so ein Block. Okay. Ja, genau die richtige Höhe. Na komm. Okay.
wieder ausräumen. Und dann geben wir ihm den Eisbrot weg. Mann. Ich werde es aber absichtlich heute noch nicht versuchen. Ich möchte nämlich noch einen kleinen kosmetischen Eingriff bei der Basis vornehmen. Ich würde nämlich unheimlich gerne die Basis ein wenig schützen. So, hier können wir dann versuchen, die Puppe rein zu werfen. Zumindest ein bisschen Bewegungsfreiheit. Na toll. Ja, das sieht ganz gut aus soweit. Bisschen in diese Richtung werden wir noch machen, glaube ich. Also eigentlich will ich ja nur sterben, damit ich wieder nach oben komme, ohne raufgehen zu müssen. Das will ich. Das will ich. Die Dämonensense. Die gefällt mir, die will ich. Na, hat es sich doch ausgezahlt, noch ein wenig länger hier unten zu verweilen.
Wo ist er? Hier. Ja, das ist schon cool. Ist er hier? So, jetzt würde ich aber wirklich gern noch hier weiter. Schon wieder. Was haben wir noch hier? Müssen wir das nehmen? Eine ganz nette Arena. So, wenn ich jetzt hier irgendwo noch zufällig einen Magic Mirror ergattern würde, dann wäre das Glück perfekt. Ups, das war so intelligent. Zur Not könnte ich hier auch noch weiter kämpfen. So, jetzt wäre es aber eher doof, wenn ich hier sterben würde. Nämlich auch im Hinblick auf die ganze Kohle, die mir da verloren ginge. Dann schauen wir, dass wir vielleicht jetzt nicht sterben. Meistens, wenn ich versuche, nicht zu sterben, passiert das Gegenteil. Oh, wir sind ja eigentlich schon hier. Wo ich hin will. Jetzt nicht durch Dummheiten sterben. Ah, 13 Gold fallen gelassen. Die hole ich mir jetzt noch kurz. Das muss noch drin sein. Mensch, das war doof. Nach unten geht's immer schneller. So. Geld habe ich wieder. Es geht. Es geht voran. Der Blutmond? Uiuiui. Könnten wir mal schauen, wie unsere Falle hier sich bewährt. Apropos, ich wollte noch eine Tür basteln, aber blöderweise brauche ich Platz. Komm, irgendwas schnell stapeln. Passt.
Eine Tür, bitteschön. Ich habe zu wenig Holz. Ganz toll. Okay, wenn hier oben was kommt, dann kann ich da wunderbar meine Fallen sprechen lassen. Hier, rums. Naja, wobei. Was haben wir hier? Einfach ist es, wenn wir einfach ein bisschen mitmischen. Damit uns nichts entgeht. Den geht auch weg. Keine Türen kaputt. Ja, am besten selber in die Fallen reinsteigen. Regelmäßig einen Funktionstest unterziehen. Also der Blutmond ist doch keine richtige Herausforderung mehr. Ich glaube, es wäre nicht schlecht. 100 Zombies. Nicht schlecht, jetzt dann den Hardmode schon langsam in Angriff zu nehmen. Warum etwas vorbereiten. Ich glaube, beim nächsten Part werden wir einfach mal die Wall of Flesh versuchen. Wer will sich schon auf was vorbereiten?
Alter, wie lange geht das noch? Müsste mal wieder Sachen ablegen. Nichts zum Schnellstapeln hier. So. Scheint jetzt schon langsam abzuklingen. Hier oben haben wir noch seinen Aquarium-Kopf. Ach ja, ich wollte ja hier weiterbauen auch. Ah, ich suche so viele Sachen noch zu erledigen. Habe ich aber, glaube ich, schon. Apropos, das sollte ich gleich mal ablegen. Wegen Schatz und so. Und schon haben wir es verstanden. Okay. Ich würde sagen, für heute war es das. Beim nächsten Mal, wie gesagt, probieren wir jetzt einfach mal die Wall of Flesh. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.